So. Nicht mal Werbung hier einblenden, oder? Wann? Ja, Moment. Das hier muss geändert werden Radiant zu. Team Ban. Dire Team Ban. Was? Nein. Jetzt ist Radiant das Bild Team kaputt. Ban. Wait, das ist ein Intro kaputt. Dire Team Ban. Nein, nein, mein Bild ist kaputt. Bitte hab Anzeigefehler, das gibt's ja nicht. Sorry, Leute. Ich hab hier gerade. So, jetzt geht's wieder. Meine Güte. Versuchen wir es erneut. So, jetzt aber. Jetzt ist alles richtig. Jetzt geht alles. Endlich Dotto. Couch Gaming. Gegen Fatal Rage Pro, das Spiel 2 in der Federal League Season 1, Germany 1. Es geht um Geld, zumindest für Fahrer, wenn sie das Spiel hier gewinnen. Im ersten Game haben sie das auf dem Rücken eines Tinkers überrannt gewonnen, dementsprechend Kite Gaming hier Lycan und Tinker rausgebannt. Tidehunter und Brewmaster auf der Seite von Fahrer rausgebannt. First Pick galt hier, soweit ich mich erinnern kann, definitiv Fahrer. Earthshaker als First Pick genommen. Dann Doom und Lich für Couch Gaming und Invoker als Last Pick für Fahrer. Dementsprechend ja, könnte es was Tankiges für Couch Gaming sein. Auf jeden Fall sollen es jetzt gute Lanes werden. Lich ist immer ein Garant für eine schöne Lane. Ein Doom ist auch ein sehr stabiler Laner, der einen guten Sustain hat durch das Scorched Earth. Und die Regen und den Movesplit davon. Ja, die Vower gibt ihm immer Farm, sodass er nicht wirklich von der Lane ja, geharassed werden kann und von der Lane gehen kann und nichts verliert dadurch. Zusammen mit dem Lich haben sie immerhin schon eine sehr starke bis eine oder zwei gute Lanes. Invoker Earthshaker ist eine schöne Kombi, wahrscheinlich weil mit dem Earthshaker zusammen ein zweiter Follow-up-Stun kommen wird und dann das direkt into Sunstrike sollte in den ersten paar Minuten für sehr einfache, schöne Kills sorgen. Zumindest gehe ich mal stark davon aus, dass das der Sinn des Ganzen ist. Das hatte im ESL One IG gespielt, haben einige Teams versucht, soweit ich das hier mitbekommen habe. Einige Teams, ich will keine Namen nennen, hat aber nichts, also ja, es braucht doch mehr Absprache als bei IG aussah. Earthshaker, Fissure into Ember, Chains into Arrow into Sunstrike war das, glaube ich. Mal schauen, ob das hier ähnlich wird. Bisher ist noch keiner von den Helden gebannt. Wraith King wurde von Fahrer gebannt, als weiterer tankiger Held und Bat Rider ist auch noch drin. Und immer ein starker Held, den man bannen kann. Void und Lion werden hier noch so gebannt. Void mit Invoker und Earthshaker natürlich stark mit der Fissure und Lion ist ein guter Support. Jo. Der noch mehr Damage gegenüber den beiden, dem Invoker hätte. Viper wird hier von Fahrer gepickt. Schöner, stabiler, starker Laner, der sehr ekelhaft ist und sehr, sehr schwer mit klarzukommen ist, definitiv. Da haben sie auf jeden Fall jetzt das, was an der Frontlinie stehen kann. Und jede Initiation dürfte durch eine Fissure erstmal unterbrochen werden und dann wirft Invoker halt seine Spells hinterher. Das ist ein sehr starkes, stationäres Siege-Lineup. Einfach nur durch die Viper und ein bisschen durch den Earthshaker. Das ist halt sehr viel, was die Viper da bietet. Razor ist auch noch im Pool. Aber erstmal wird der Rubik hier von Keitsch diesmal gepickt. Earthshaker und Invoker ist okay. Viper geht so. Aber immerhin, eine Fissure ist ein cooler Spell und außerdem verhindert. Also,
Haben Sie das schon mal im Voraus, falls Fahrer hier doch noch ein bisschen mehr auf Teamfight gehen will, was durchaus sein kann? Ja, Fahrer braucht noch einen Supporter und einen Offlaner. Wird... 10 seconds remaining. Ja, wir haben noch einen Cent. Wir haben noch ein Clockwork. Hätten noch... Na ja, gut, Dax hier ist leider nicht im Meta drin. Das ist Dax ja auch immer sehr, sehr witzig. Sehr, sehr stark. Lass dich noch ein bisschen Zeit. Keitsch braucht hier entweder noch eine Offlane und einen Midlaner oder einen Midlaner und einen Safelaner. Hm. Ja, sie wollen starke Lanes haben. Die Frage ist, ob sowas wie ein Morphling Lich Lane wird oder sowas. Bislang sehe ich da jetzt noch nichts unbedingt, wo sich eine klare Synergie oder was eine klare Richtung aus dem Draft ergibt. Aber das kann sich ja noch ändern. Da ist er. Radiant Team Pick. Razor. Dire Team Ban. Dazzle und Razor. Was ist denn hier die Entscheidung? Fahrer geht doch mit dem Dazzle und der Viper, die doch relativ tanky haben. Andererseits, Earthshaker, ja, ist so ziemlich der tankigste Support, den du haben kannst, neben einem Ogre wahrscheinlich. Und Invoker ist jetzt nicht auch, ja, ist relativ squishy, aber hat viele Escapes und kommt doch, ist dennoch meistens ein Held, der relativ seltener stirbt. Da ist der Dazzle hier schon eine coole Wahl. Cage's Razor, aber auf jeden Fall auch, da es halt ähnlich wie ein Viper ist, mit ein bisschen mehr Push und ein bisschen weniger Sustain. Bisschen weniger. Und ja, wir haben hier ein starkes Fight-Lineup, was sowohl Teamfight mit dem Lich und dem Razor hat, als auch einzelne Pickoffs, als auch relativ starke Solo-Helden an sich. Doom ist für sich genommen stark, Razor ist für sich genommen stark, Lich verstärkt sowas noch und Rubick hat dann auch ja, eine Initiation, beziehungsweise Counter-Initiation und Teamfight-Potential dazu, um das Ganze ein bisschen abzurunden. Wie von Cage wird hier ein Meepo gebannt. Auch interessant. Ja, könnte man machen, wenn du so aggressiv gehst, aber vielleicht wäre es ein Standard-Offlaner hier doch ein bisschen besser. Oder sinnvoller vielleicht. Weiß ich nicht. Mal gucken, mit was sie gehen. Lockwick ist noch da, Centaur ist noch da. Ja. Und wahrscheinlich noch ganz viele andere Dinge, die ich vermisse. Oder vergesse. 5 Sekunden remaining. Jo. Reserve time. Ansonsten. Offlane. Schauen, ob es eine Offlane ist oder ob es eine Agro-Lane wird. Und ob sie die Viper in die Mitte stellen oder Invoker in die Mitte stellen. Invoker Safe Lane wäre auch eine Option. Oder halt Viper Safe Lane. Geht beides gegen einen Razor Mitte, wäre vielleicht die Viper sogar eine bessere Wahl. Andererseits Invoker. Ja, wahrscheinlich Invoker doch eine bessere Wahl. Weiß es nicht. Kommt doch drauf an, wer den Helden besser spielen kann. Bristleback auf der Offlane. Stimmt, den habe ich vergessen. Mit dem Dazzle wäre es dann eigentlich eine gar nicht mal so weit hergeholte Wahl. Ja, habe ich ein bisschen übersehen. Und im Nachhinein natürlich relativ offensichtliche Wahl. Ja, hätte man sehen können. Ganz klar. So. Keitsch dagegen. Muss jetzt irgendwas nehmen, um mit relativ tankigen Heroes fertig zu werden. Und der Damage? Ja, Razor hat über Zeit irgendwann Damage. Aber, jo, vielleicht fehlt ihm dann noch was für den Anfang, um irgendjemanden zu bursten. Denn, ja, an Burst fehlt es, der Teamfight zieht sich hin und dann wird Bristleback so langsam ein bisschen hart. Medusa von Kite, oder was? Keine Ahnung. Medusa, irgendein Keeps gab es mit Medusa. Ich weiß nicht, ob Farah das war oder Keitsch. Ich glaube Keitsch. Aber Dusa, ja, Dusa könnte hier noch drin sein. Mal schauen. Mal schauen, was Fever hier sagt. Jo. Aber stimmt, das Steam Overlay ist ja immerhin hier nicht im Bild. Aber
Der Sound davon natürlich. Sekunden noch. Mal schauen. Sekunden noch. Ich habe immer noch nichts drum zu reden. Page hat halt starke Solo-Läden. Ja. Geht so zusammen sind? Ich habe absolut keine Ahnung, was da kommt. 5 Sekunden remaining. Und es ist die Medusa, okay. Catch Gaming war das ja mit der Medusa. Ja, passt noch, so geht's so rein. Und da Catch für Medusa bekannt ist, werden hier wohl einige Catch-Fans jubeln. Yay, Medusa. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie erfolgreich sie damit waren. Aber dadurch, dass sie es immer und immer wieder spielen. Jo. Andererseits haben sie sehr lange darüber nachgedacht. Und daher kann es halt auch gut sein, dass es halt vielleicht nicht das ideale Medusa-Game ist. Definitiv. Weil Farah wird ihn nach 20 Minuten die Base einrennen. Aber mal schauen, wie sich das so ergibt. Deswegen haben wir jetzt die Medusa gepickt. Und mal müssen sehen, was sie halt damit machen können. Five seconds remaining. So. Also diesmal Catch auf Radiant mit Mike Boozer auf dem Support Rubick. Titchen Support Lich. Predi geht wohl auf mit dem Doom auf die Offlane, nach den Boots nachzuurteilen. Kakeru ist auf der Medusa, diesmal Farmer. Und zu guter Letzt, Razor AEZ bzw. AZ auf dem Mid-Razor. Der auch dementsprechend die beiden Tangos gebult bekommt und Wraithband First geht. Meerbot auf dem Mid-Invoker, damit Viper Safe Lane Horizon. Kill me please. Hat im letzten Game ja, öfters diesen Wunsch erfüllt bekommen, aber nicht unbedingt besonders oft. Kill me please auf dem Support Earthshaker, Trees auf dem Support Dazzle und UNX auf dem Offlane, Solo-Lane Prizzleback, wobei es gerade mit dem Dazzle vielleicht nicht so nach Solo-Lane aussieht. Andererseits vielleicht geht er auch nur Warden und rotiert danach. Oder sind tatsächlich Dual-Lanes, das tatsächlich gar nicht mal so schwach werden könnten. Es sieht hier nach einer Tri-Lane aus für Kaich, außerdem muss es eine Tri-Lane sein, weil Medusa tut am Anfang nicht so sonderlich viel. Rubick eigentlich auch nicht. Dementsprechend müsste nicht dabei noch sein, um den Lane zu sichern. Und es scheint so, als ob der Dazzle da bleibt. Und hier eine Dual Lane mit dem Bristleback aufmacht. Und damit sollte Bristleback ziemlich übel werden. Hilft ihr sogar zu blocken oder geht er. Okay. Machen auch Dual Lanes. Geht mit Licht nach. Ah, okay, ich sag besser nicht zu viel. Es kann auch eine Midlane mit dem Licht sein. Ich weiß es nicht. Wird die Rune geguckt, beziehungsweise die Rune geholt. Oder, nee. Wird einfach rotiert und ein bisschen geharrest. Okay. Dual Lane in der Mitte. Dual Lane unten. Dual Lane unten. Dual Lane unten. Und eine einzige Solo Lane mit dem Doom, beziehungsweise mit dem Invoker. Mal schauen, ob Lich rotiert hier. Scheint zu rotieren und vielleicht doch auf die Top Lane zu gehen. Denn Razor gegen Invoker sollte relativ even sein. Dass er das auch so schafft. Ja. Bristleback wird erstmal ein bisschen natürlich gesaunt von der Medusa. Da er halt ein Melee ist und da erstmal gegen die Medusa nicht so viel machen kann. Aber es wird mal gucken, wenn er ein paar Lucky Stacks drauf bekommt oder so, kann er da doch definitiv viel contesten. Jo, der Doom holt sich jetzt schön erstmal einen Regen-Creep, was ihm auf der Lane sehr viel helfen wird. Kriegt hier noch eine Fischer in den Hintern. Aber, ja, schert sich direkt darum, zu B zu gehen. Einfach so, nope, ich bleib hier. Was ihm das gebracht hat, weiß ich nicht so ganz. Dieser eine Weg hier rum. Aber, ja, keine Ahnung. Blaze, Jukes, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und Lich wird erstmal die nächsten Minuten einfach nur Creeps chawn. Nimmt hier den Range Creep, damit die Lane pusht. Nicht den Nahen Creep, um mehr Erfahrung zu bringen. Richtige Wahl, wahrscheinlich. Jo. Die Lane unten pusht halt auch relativ viel, dadurch, dass das Pull-Camp geblockt ist.
Und außerdem als Dual-Lane haben sie da weniger Control über die Lane. Sodass halt die anderen auch denyen können. Ja, First Blood Versuch hier unten, was aber nicht geschafft hatte. 250 Damage hätte auch sowieso nicht gereicht. Mit Level 1 Sunstrike. Level 2 Sunstrike. 160 Pure Damage. Hätte mit 10 Leben davon gekommen. Aber immerhin passiert was. Ich ist jetzt hier in der Mitte. Holt sich für das Schnelle nicht gleich sein Level 2 ab. Aber ja, das dauert noch ein bisschen, wenn er so weitermacht. Ja, das ist halt ein Lich. Auf der anderen Seite ist halt der Earthshaker da, der genau dasselbe macht. Und wenn er halt keine Kills holt, tatsächlich eben nichts macht. Also, ja, beide Supports bleiben Level 1, machen erstmal nichts, aber Lich sorgt wesentlich für bessere Lanes und kriegt dann noch ein paar Erfahrungen darauf. Unten wird jetzt vielleicht mit der Invis versucht, auf den Rubik da zu chasen. Mal schauen, haben wir ein bisschen Zeit. Okay, auf den Rubik wird es versucht. Die Stacks werden jetzt wahrscheinlich langsam gemacht, ja. Sunstrike ist da. Und es fehlt tatsächlich das Mana für die... weitere Quill Sprays. Schade, schade. Damit bleibt das First Blood immer noch aus. Und ja. So. Aber ja, Regeneration wird geburnt. Vielleicht sogar hier die Salve. Aber ja. Auf jeden Fall, ja, so langsam fängt halt an, Farah hier auf der Bottom Lane die, den Vorteil zu bekommen. Ah, okay. Die Bilder hat nicht geblockt. Das ist relativ schwierig hier zu blocken. Außerdem, da der Bot hier weg ist und hier hätte man auch, sie auch noch durchtangeln können, kriegen sie da auf jeden Fall den Doom nicht aus der Lane. Und er hat doch eine relativ große Lane-Dominanz, obwohl er hier alleine ist. Und gegen eine Viper Earthshaker ist es nicht selbstverständlich. Aber immerhin in Earthshaker kann er ein bisschen ärgern. Last Hits, die Viper farmt sehr, sehr gut. Ist auch weitgehend uncontested vom Doom. Medusa ist da nicht so weit, weil Bristleback ein paar Denies hat. Nämlich 3, was halt genau das ist, wo die Medusa zurück ist. Dementsprechend fast beide Carries dementsprechend fast perfekt. Natürlich ein bisschen mehr Denies auf der Viper, aber ja. Die kann es halt auch uncontested machen. Ist halt klar. Middle Lane gewinnt der Razer. 5 CS mehr, ist noch nicht viel, aber es zeigt sich schon ein bisschen was, dass trotzdem das natürlich auch mit dem Lichtsupport darf man nicht außer Acht lassen. Offlane Doom kriegt ähnlich viel wie Dazzle und Bristleback. Erstaunlich dafür tatsächlich. Aber in ein paar Minuten wird sich wahrscheinlich hier unten zeigen, dass bei Bristleback dann doch ein bisschen was passiert. Was tatsächlich richtig gut funktioniert, ist die Mystic Snake gegen Bristleback, der dadurch nie Mana hat, um irgendwie Builds zu machen. Und damit fehlt es ein bisschen der Damage hier. Also wir versuchen es halt jetzt hier, aber ja, Damage-weise ist halt tatsächlich nichts zu tun hier. Fehlt der Damage. Control ist einigermaßen da, aber durch die Mystic Snake, die halt auch Mana zieht. Gut, das Mana die 30, aber ja. Pro Jumps werden mehr. Bei Lucky Jumps kann das halt mal ziemlich schnell viel Mana werden. Weißt du, wie viel ist das? Increase per Jump 25%. Jo, und im vierten 60 Mana rausgezogen. Das sind quasi zwei Grill Space fast, die da weg sind. Das mit dem Spammable sorgt schon dafür, dass es relativ wenig Mana für den Brisbane gibt. Und das sieht man ja auch gerade, was ist halt passiert. Ich hatte noch keinen Ring auf Buzzy. Sollte ich vielleicht mal bald kaufen. Aber ja. Ist noch nicht vorhanden. Kommt vielleicht bei dem Kurier. Ne, eine Salve für den Invoker. Kann es auch gebrauchen. Ja, Razer wollte unten gucken, ob es da eine Rune gibt. Gibt es aber leider keine. Dazzle wollte wahrscheinlich ein bisschen ärgern, aber hat jetzt hier leider die Haste verloren. Muss jetzt hier hochsalben und der Razer muss aufpassen, dass er da nicht vielleicht ein bisschen zu weit vorne ist. Besonders weil er halt schon gut hat, aber. Oh, der Damage gesteelt ist natürlich jetzt richtig böse für den Invoker. Aber schöne Fischer, Safety den Invoker. 98 Damage gesteelt, da sollte der vielleicht doch nicht reingehen, weil der Damage ist halt immer noch da. Oh ne, keine Hits werden da doch von jetzt knapp 200 Damage vom Razer ausgeteilt. Hätte relativ übel da enden können. Sowohl für den Invoker als auch für den Dazzle am Anfang. Aber eine schöne Fischer.
und schöne schnelle Boots haben dafür immer noch 0-0 nach 7 Minuten gesorgt. Die Grafen, diesmal ohne Tower und ohne Firstplatz, komplett in der freien Wildbahn, ungeändert, plus 1000 XP für Kaich Gaming, die mit dem Doom Offlane und dem Lich da doch XP-Vorteil rausgeholt haben und auch in Gold durch den Doom und eine farbende Medusa haben sie da auch plus 500 Gold. Ist auch schon ein bisschen was. Außerdem natürlich der Lich, der die ganze Zeit die Creeps denied. Das sollte natürlich auch für einen ziemlich großen Goldvorteil. Das und das, der Devourer sollte das. Sollte den Großteil oder sollte das komplette Gold daraus machen. Aber ja. Langsam, wahrscheinlich werden die ersten paar Kills, zumindest wer von den Kills dann den Vorteil erschafft, den Vorteil im Game zeigen. An sich spielt es Kaich in die Hände, dass es noch nicht so viel passiert ist, denn sie wollen jetzt Late Game mit dem Medusa und dem Doom und dem Razor. Und ja, Pharah hat ein stärkeres Midgame, allerdings ja, Kaich das Midgame relativ weit verzögern, dadurch, dass sie halt im Early Game keine Kills hinbekommen. Hier unten könnte es. Okay, er hat einen Doom gemacht und hat sich damit gerettet. Ja, allerdings sollte er den Kill nicht bekommen. Ja, und feedet hier tatsächlich das First Blood hin. Und Deny, schön gemacht hier von Pharah. Da hat der Horizon ein bisschen overextended. Und ja, der Doom kam schön. Hatte ihn quasi gleich sogar vom Kill gerettet, aber ja, da hätte er nicht bauen müssen. Auf jeden Fall nicht, nachdem die Viper dort war und der Earthshaker doch relativ schnell mit Boots da abgehauen ist. Aber jetzt hier Lift. Halt versuchen ist, aber Grave ist auch da, wird nicht gebraucht. Also, ja, wurde schon gebraucht, aber UNX ist da. Ja, ist da zur Stelle. Und tradet besser für Kaich tatsächlich. Ich weiß nicht, was da in UNX reingelaufen ist. Nevermind, nächster. Outplayed. Ja, okay. Kaich hat da, Lich hat da unbedingt versucht, den letzten Hit mit dem Frostblast zu bekommen. Aber ja, Highground gegangen, schöner Sunstrike und dann den Kill. Schön hier gespielt von Pharah. 3-3 dann doch in irgendwie einer Minute 6 Kills. Auf einmal ziehen beide Teams Ultra an. Beziehungsweise fangen hier an, irgendwie Kills rein zu feeden im Untergrund. Also, der Bristleback hätte da nicht sterben müssen. Und Medusa könnte hier ein Problem bekommen. Ja, sollte Downward gehen. Geht down auf der Toplane, holt die Viper in den Doom, wird aber selber vom Rubik gecleant. Und wieder 3 Kills in quasi derselben Sekunde. Ein TP-Support hier für Kaich Gaming, für die Medusa zur Verfügung. Hätte man das vielleicht turnen können mit dem Rubik, mit einem schönen Lift und dementsprechend Toss. Hätte man da vieles stunnen können, aber ohne das Medusa-Ulti war halt auch die Zeit der Medusa gezählt. Die Trades, alles in allem, ein bisschen besser für Pharah. Man hat oben gesehen, dass die Viper halt den Kill auf den Doom bekommen hat. Andererseits ein Carry für einen Offlaner ist nicht so gut. Andererseits hat sie immerhin Kills bekommen. Viper farmt sehr, sehr gut. Allerdings farmt der Razor auch besser als den Invoker, von daher alles in allem ist es wieder even. Haben wir gerade Zeit? Ja, Zeit für die Grafen. Die Grafen sind immer noch relativ even. 10 Minuten, 500 Gold ist nichts, 500 XP ist nichts. Und der Gold ist irgendwo bei 125. Das ist halt auch nichts. Muss man auch dazu sagen, mit Devour und mit dem Lich ist es ein kleiner Vorteil für Pharah. Da sie sich halt trotz den Vorteilen von Kaiches Helden nach oben spielen. Und so ein bisschen jetzt schon den Lich gekontert haben, beziehungsweise outgeplayed haben. Denn der Lich ist hauptsächlich erstmal jetzt da, um für die ersten 10 Minuten um das Gold ein bisschen zu verschieben und die XP ein bisschen zu verschieben. Die Zeit ist jetzt um. Der Lich hat ein bisschen was getan, aber ansonsten, naja. Frostblast kommt hier, aber springt weiter, aber springt nicht ein einziges Mal auf die Viper über. Nicht so gut gegangen. Doom muss jetzt hier aufpassen. Okay, Doom tickt jetzt spätestens aus. Ah, die Animation ist da ein bisschen zu wenig für den Earthshaker. Und ja, du musst jetzt hier aufpassen. Akro-Toggle vom Lich, schön gemacht.
Sonst hätte das noch ein bisschen mehr Damage bekommen. Besonders mit dem Invoker muss er halt mit dem Sunstrike aufpassen. Wenn er ein bisschen niedriger gekommen wäre, hätte das tatsächlich eventuell für den Sunstrike was getan. Der hier nicht genüßt wurde, weil 430 Leben ist noch lange nichts für Pure Damage. Bisschen weg, muss unten aufpassen. Ulti von der Medusa ist gegangen. Oh, schön vorne geblieben. Auch vorne für den Bristleback natürlich immer schön. Und Wraith ist noch da. Wird jetzt hier wahrscheinlich geused. Nee. War Bristle. Okay. Geht einen relativ komischen Weg hier rum. Aber okay. Darf er sein. Hätte das Problem halt gehabt, dass sie Rotations hätten können. Andererseits haben sie durch den Ward hier, der hier steht, relativ große Sicht auf Rotations. Und ja, hätten das dann auf jeden Fall gesehen. Andererseits, wenn ein anderer Weg gewählt hätte, hätte der vielleicht noch gegraved werden können. Was ich halt jetzt erwartet hätte. Nur gut, macht sich jetzt hier erstmal einen Botstack und wird ihn vielleicht danach auch sogar farmen. Mit dem Vanguard hat er auf jeden Fall die Leben. Und Toplane mit der Viper wird versucht, aber ja, der Damage ist ja schon da, aber die CC ein bisschen fehlt. Der Doom kommt von hinten, versucht das Ganze ein bisschen hier aufzuhalten. Allerdings ist die Viper doch noch relativ schnell, kommt einfach nicht hinterher, aber es sollte reichen. Frostblast reicht da tatsächlich noch aus. Das sind zwei Frostblasts hintereinander, 30% Slow. Und Kaitch holt die Viper, macht das 6 zu 5, geht damit wieder in Führung. Und sollte eventuell den T1 Tower forcen können. Besonders da hier die zweite Creep-Wave reinkommt. Ohne Cutter, aber mit genug. Und Fahrer könnten das Ganze nur mit Masten-TPs bewahren, wollen sie sich aber abraten. Der erste Tower somit, der zweite Tower somit auch für Cage. Stimmt, wenn ist der hier nochmal reingegangen? Okay, Razor hat ihn halt irgendwann genommen. Habe ich jetzt nicht mitbekommen, wahrscheinlich sind in der Zeit Kills passiert. Und Kaitch geht in Führung mit 6 zu 5 und paar Tower. Grafenweise, zack, auf einmal ist das Ding 3000 und 4, also ja, jeweils 4000 Gold in Erfahrung. Vorteil, andererseits, Farah geht jetzt hier rein, kriegt den Rubik. Rubik ist auf jeden Fall tot, der User muss, ja, muss sich, turnt hier, mal gucken auf den Rüssel weg. Bristleback kann hier mal nicht sustain werden, aber drei Helden hier oben werden von Stein. Keine Creeps für den Frostblast, das könnte übel werden. Okay, es kriegt immerhin einen, ja, aber das hätte wesentlich übler sein können, wenn der Frost, wenn das Licht wirklich früher käme. Das Zoning. Ich würde gerade sagen, das Zoning Viper Ultimate, aber sie kriegen dann noch einen Kill. Invoker ist jetzt auch da, Five Man unten auf der Seite von Kaitch. Das Medusa Ulti ist nicht mehr da, um es aufzuhalten. Ja. Coldsnap macht hier kurz einen Prozess mit der Medusa. Und im Hintergrund geht Doom rein. Hat immerhin eine Invis-Rune. Keine Detection hier. Und ja, wäre auch komisch, wenn sie Detection hätten, weil es gibt dafür keinen Grund. Dachte schon gerade, der Doom wollte von hinten noch reinfliegen. Holt sich hier den Creep. Holt sich hier die Movement Aura, Speed Aura 12%. Ist auch schön, was sie auf jeden Fall zum Chasen brauchen. Weiß nicht, vielleicht die Lebensregen-Aura hätte da doch ein bisschen mehr gebracht. Aber keine Ahnung. Vielleicht geht's jetzt ins Farmen und da braucht man die Aura. Und trotzdem 12% Movement Speed ist nicht wenig. Von daher ist es auf jeden Fall eine coole Aura für den Doom zu haben. Das mit den Drums. Auf jeden Fall. Ja, der Movement Speed jetzt schon. In der Mitte wieder Engagement, Fischer auf 3, aber trotzdem Doom geht rein. Hat Movement Speed von 455, einfach nur die Face Boots. Meatball kommt raus, tötet den Razor leider instant. Und Doom ist jetzt ein bisschen zu weit drin. Kommt auch nicht mehr raus, weil die Viper den slowt. Und ja, das Grave steht sicher, dass der Dazzle da auch nicht stirbt. 2 zu 0 für einen Trade für Farah. Muss ich leider sagen, relativ easy. Denn da sind sie doch relativ Hals über Kopf reingestürmt, besonders der Doom. Der ist das zweite Mal schon an der Viper vorbei in den Support sich snacken wollte. Aber zum einen jetzt hier diesmal ja, nicht mit dem Grave irgendwie gerechnet hat anscheinend. Zum anderen mal wieder... Nee, wen hat er gedoomt? Weiß ich, Bristle? Ach, keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall, das Grave war halt diesmal da. Und beim letzten Mal war es halt auch die Viper einfach, die ihn vorher getötet hat und da die Denial gemacht hat. Da ist mir das ins Auge geflogen. Nee. Okay, was haben wir für folgendes Bild? Medusa Farm. Nein.
Wie du so vorhaben? Nein, doch. Oh. Und der Rest farmt halt auch. Medusa hat sich jetzt, wer hätte es gedacht, wieder an die 1 gefarmt. Bzw. generell an die 1 gefarmt. Wenn das denn nicht der Fall wäre, würde ich Keitsch dann doch ein schwieriges Standing geben, als sie jetzt haben. Also immerhin mit 2 Towern und dementsprechend einem relativ großen Anteil an Map Control doch viel machen können. Ich versuche jetzt hier in die Mitte zu gehen. Allerdings müssen sie jetzt schnell reingehen, da sie sonst zu weit sind. Schönes Doom auf den Earthshaker, der Schlimmeres verhindert. Aber der Doom wird natürlich ziemlich schnell gemacht. Aber wieder schönes Lichtulti, was hier bounce, bounce und bounce. 1, 2, 3 mal, okay, nur 3 mal. Schade hierfür. Bristleback tötet die Viper, die nicht mehr wegkommt. Aber das soll es auch gewesen sein. Grave Level 1 kam der Dessel leider nicht ran, um die Viper zu bekommen. Außerdem war die Viper viel zu weit drin, um danach gegraved zu werden. Schöner Wraparound hier von Keitsch, dass sie zum einen hier rumgehen und gleichzeitig hier rumgehen. Und Fahrer hier rausziehen, während sie halt mit dem Team von hier und von hier reinkommen. Schön gemacht. Fahrer Deftus hier, von daher kriegt Keitsch bis auf den einen Kill nichts weiter. Und müssen jetzt selber gucken. Wurden natürlich gesehen und sehen natürlich mit dem Invis Ward, dass der Razor nach oben gegangen ist. Und haben natürlich erstmal ein bisschen gecampt. Versucht es jetzt hier mit dem Kurier. Aber da hätte auch der zweite Hit nicht gereicht. Muss jetzt hier rauszipieren. Jo. Grafenweise hatte das Fahrer wieder runtergeholt. Es geht jetzt wieder ein bisschen hoch mit dem einen Kill. Aber ansonsten alles extrem even, das Game. Muss man dazu sagen, im letzten Game war das genauso. Dann hat das Fahrer auf den Flügeln bzw. auf den Boots von dem Tinker wieder gut gemacht. Dieses Mal ist bei Fahrer kein Playmaker dabei. Klar ist ein Joker dabei. Aber der macht dann doch nicht so extrem viel wie dem Tinker. Ja, wo ich sage, macht den Joker solo den Razor fast kaputt. Schöne Combo hier. Schön getroffen. Und benutzt sein Oils für die richtigen Kombos. Bis der Tornado da gut genug ist, kann man auf jeden Fall mit dem Oils erstmal das Ganze machen. Ein Tower für Fahrer. Schöne Fischer, die es hier zoned. Aber, ja, Echo Slam ins Leere. Und Return. Die Walker geht wohl down hier. Oh, schöner Heal. Kriegt dann hier noch ein Grave. Die Frage ist, reicht es? Ja, mit dem Heal. Mit dem Heal reicht es nicht. Ah, Dazzle hat hier. Okay, da gehe ich gleich drauf zurück. Erstmal Doom wird hier gekriegt von der Viper, die weiterhin drin steht und die ganze Zeit macht. Whistleback versucht hier noch den Licht zu töten. Muss hier doch mal reingehen. Schafft es gerade so nicht, gefließt zu werden. Aber das wird knapp. Eine Quills reichen. Und Viper DP't inmitten von zwei Helden und dem Tower. Gerade so noch raus. Gelaufen, ja. Das Problem hier oben beim Doom war tatsächlich, dass Dazzle ihn geheilt hatte, während der Doom runtergetickt ist. Hätte Dazzle direkt kurz vor dem Grave den Heal gemacht, hätte der Doom überlebt. Damit kleines Missplay von Dazzle, der dem Doom das Leben gekostet hat. Aber, naja, zusammengedived, das war jetzt nicht wirklich. Ja, genau. Dem Doom, ja, dem Invoker das Leben gekostet hat, natürlich. Der Doom hat das Leben von Invoker gekostet, so rum. Der sich sehr darüber ärgert, weil das war sein erster Kill. 3-1 und dementsprechend relativ viel Geld. Killing Spree für 400 Gold an den Doom. Das hätte nicht sein müssen. Aber es gibt auch Schlimmeres, muss man dazu sagen. Der Fight ist trotzdem relativ gut für Pharao ausgegangen. Jo. Im Graf ist es extrem even. Bisschen gut ausgegangen, aber sie haben ein paar Heroes getradet. Wenn ihr noch nachgucken kann, Viper, Bristleback. Ja. Prinzipiell lief der Kill 2-2. Allerdings ohne den Invoker. Was halt schon einen kleinen Ausblick darauf gibt, wenn das Ganze mal richtig funktioniert mit dem Earthshaker. Schön gemacht hier, dass die. Wow, der geht aber richtig hier mit der Alpha-Wolf-Aura. 2 Kills hier, easy für Keitsch, waren zu weit vorne. Und der Doom ist extrem schnell, kann sehr, sehr schnell initiieren. Und hat ein sehr schönes Stunlock auf den Earthshaker, dass er eben nicht die Fischer machen konnte und damit, ja, prinzipiell weggekommen wäre.
Invoker ist jetzt hier relativ weit vorne. Cage besucht den Wraparound, hatten wir noch nicht. Der natürlich für Wraparound denkbar ungeeignet ist. Der Doom wird hier vom Invoker. Too much damage, too strong. Cleant hier den Doom ab. Bristleback holt den Last Step. Aber den Lich haben sie hier nicht bemerkt. Schöne Board auch hier. Erstmal mal gucken, Würfel wird hinter die Fischer geworfen. Auch schön gemacht. Allerdings reicht es auch nicht ganz. Medusa stellt sich in den Weg, um den Rubik zu retten. Mal schauen, ob sich das als sinnvoll erachtet. Ob sie da hinterherkommen. Bristleback ist extrem schnell. Aber die nächste Fischer sorgt zumindest dafür, dass sie nicht hinterherkommen. Sie waren noch so relativ schnell. Razor kriegt den Top Tower denied. Er ist da nicht einfach so gefallen. Muss auf jeden Fall Glück. Und Roshan scheint es so für Fahrer. Können den hier sneaken, denn die Ward hier hat das wahrscheinlich nicht gesehen. Bin mir nicht sicher. Razor wird hier mal kurz reingucken, glaube ich. Hier wird die Rune sehen. Okay, sie haben keine Ahnung, was hier passiert. Mit dem Ward hier aber werden sie es jetzt gesehen haben. Allerdings können sie nichts dagegen tun, um das zu vertesten. Ist ihnen auch klar, sie haben keine AOE, außer dem User und hier was raus ist. Razor ist auch raus und Farah smoked direkt aus dem Pit raus. Schön gemacht, besonders weil halt eben der Ward da draußen stand. Er wird damit erstmal nicht gerettet. Außerdem, oh, der Kurier zeigt es und jetzt muss Kaich sofort zurück. Versuchen unbedingt noch diesen Stack fertig zu bekommen. Denn es ist halt auch ausreichend, dass sie ihn bekommen. Aber jetzt zu weit vorne, Razor direkt von den Walker-Kombo fast zerstört. Haben Glück, dass sie da wegkam. Und immerhin den Doom kriegen sie als quasi als ja, als Consolidation Price, als Trostpreis. Aber schöne Movements hier von Farah. Roshan sneaken und zack, direkt aus dem Pit reinsmoken. Das sehe ich bei Pro-Teams öfters. Allerdings in der Federal Recap ist hier zum ersten Mal gesehen. Zumindest, wo ich mich erinnern kann. Halt konsistent aus dem Pit raus smoken, dass selbst wenn sie gesehen haben, dass du reingegangen bist, dann immerhin nicht mit dem Ward sehen, wohin du gehst. Klar, wenn viele Teams darauf achten, okay, Roshan ist da und die Teams sind nirgendwo hingegangen und sie werden wohl kaum hierher gehen nach dem Vorteil. Aber ja, trotzdem gut zu sehen. Bitter nur hier, dass durch den Kurier der ganze Smoke gesehen wurde. War dann doch Pro gespielt, aber dann leider ein bisschen mit Federn executed. Aber doesn't matter, Doom bekommen, Roshan bekommen. Großer Vorteil hier für Farah. Und nach 24 Minuten, das Lineup wird jetzt online. Und sie haben jetzt auf jeden Fall einen Vorteil, um sich dagegen auszustellen. Andererseits, wenn man mal auf die Last Hits guckt, die ganze Zeit schon hier offen sind. Wenn man mal darauf guckt, 160 Last Hits für die Medusa, die 60 Last Hits über dem Rest ist. Und bald sie ihre Linkins fertig hat, dauert noch 1300, soweit ich weiß. Ja, sollte 1300 noch sein für die Linkins. Und ja, ist halt relativ weit vorne. Der Rest ist even, dementsprechend haben wir 60 Last Hits auf der Seite von der Dusa Vorteil. Interessant auch, dass hier der Ward awarded wird, weil der ist doch eigentlich sehr, sehr selten dort und meistens hier. Daher. Wahrscheinlich haben sie ja hier durch den Ward gesehen, dass er da oben gestellt wurde. Hier so rangegangen oder so. Muss es gewesen sein. XP ist immer noch dead even. Gold tatsächlich in favor of Kaich, eben durch die farmende Medusa. Die wahrscheinlich 2000 Gold Vorteil hat und den Goldvorteil vom Roshan dadurch ein bisschen negiert hat. Und ja. Gut, beide Teams setzen sich jetzt ein bisschen ans Farm. Müssen ein bisschen farmen, wobei natürlich Kaich vom Farm mehr bekommt. Da so eine Medusa im Late Game extrem böse mit zu begegnen ist. Bin mal gespannt, wie Farah das angeht. Aber erstmal Pause vom Invoker. Mal gucken, ob da, ne, letztes Mal was Kaich der Pause gemacht hat. Farah braucht eine Sekunde. Ich brauche eine Sekunde, weil hier gibt's Kuchen. Aus der Dose, keine Sorge. Ich habe leider nicht die Gunst, einen leckeren selbstgemachten Kuchen zu bekommen. Woher ist es halt nur ein Lidl-Sandkuchen. Aber hey. Ist sehr lecker.
Jo, eben habe ich die Graphen analysiert, die hast du jetzt analysiert. Klar, Kite wartet auf Dusa. Und Fatal Rage muss jetzt gucken, dass sie langsam ein Opening bekommen mit der Aegis. Und prinzipiell ist das auch tatsächlich das Einzige, was man gerade zum Spiel sagen kann, würde ich mal sagen. Items können wir noch eigentlich durchgehen. Was ist denn hier zu sehen? Wir haben eine Loser, die halt bald hier Lincolns hat in ein paar tausend Gold. Lich hat das Mecha fertig, auch schön für ihn. Doom hat tatsächlich ein Shadowblade gebaut. Interessant. Aber klar, mit richtig hohem Movement Speed. Kann man auch mit der Shadowblade, sei fast Max Movement Speed, schnell rauf, jemanden Doom und ihn mit dem Opferfenom nicht mehr außerhalb der Klauen zu lassen. Rubik hat immerhin seine Mana Boots, 200 Gold. Werden wohl bald ein Blinkdagger, aber da ist noch einiges hin. 3-3 dauert halt noch ein bisschen. Und der Razor hat Drums und geht auf Agas. Ist, ja, hat das Aga jetzt auch komplett, wenn er es kaufen will. Buyback ist, glaube ich, ein bisschen zu früh. Von daher wird er in wenigen Sekunden, hat jetzt gerade die Creepfare 4 fertig gemacht und wird wahrscheinlich gleich sein Agas kaufen. Invoker hat Necro 1. Neben dem Oils geht er auch auf Midas, der einzige Midas-Carry im ganzen Spiel. Fatal Rage braucht das tatsächlich auch, um gegen Medusa mitzuhalten. Ja, hat Necro 2 da schon drin, dementsprechend Necro 3 kommt bald. Und hat dann ein bisschen mehr Methoden, Leute zu töten. Nicht nur durch seine Old-Scepter-Kombo, sondern auch durch Necros, die daneben stehen und mit Cold Snap vielleicht noch mehr Damage machen. Dazzle hat eine Urne und seine Mana-Boots. Die Viper hat diesmal das Mech und ein BKB schon fertig. Was, ja, gegen das Lich-Ulti und gegen den Rubik sehr gut ist. Außerdem gegen das Medusa-Ulti. Aber gegen den Rest vielleicht nicht so effektiv ist. Das ist doch mehr Physical Damage da. Andererseits, Physical Damage ist Viper auch so von Haus aus relativ gut mit dem eingebauten Corrosive Skin. Bristleback hat, ja, Vanguard schon länger. Mit dem Plate Mail geht er vielleicht hier auf Shivers. Hat die Pipe fertig, muss man auch dazu sagen. Ja, auch wichtig für das Lineup, da ist fast einen kompletten Doom frisst. Und ja, ein bisschen auch das Lich-Ulti entschärft. Und Earthshaker hat einen Blink, was ziemlich cool ist für diese Stage. Dazzle hat halt die kompletten Wards gekauft und so. Und hat dem Earthshaker, der 0-3 ist, tatsächlich ist erlaubt, einen Blink zu erfordern. Knapp, also gerade eben erst, aber er hat einen Blink mit 19-1 und 7 Assists. So, und jetzt kann ich aufhören zu reden, weil jetzt gibt es absolut nichts mehr. Andererseits ist Reconnect worden. Achso, ne, Quatsch, war ja nie ein Disconnect, war ja nur eine Pause. Ja, dann kann ich uns so weiterfuttern. Los. Und jetzt, yes, Mann. Was soll ich machen? Ja. Heute war es okay. Ich sitze gerade in der Uni, habe meinen Rechner mitgenommen, denn daheim habe ich 16K mit 1K Upload. Hier habe ich hier nur 100 Mbit Upload. Zur Not könnte ich aber auch in eine andere Dose gehen, habe ich ein Gigabit Upload. Und dann sollte das zumindest passen. Ein bisschen. Außerdem will Twitch halt nur 3 Mbit Bitrate haben, von daher ist es nicht so viel. Und passend dazu, sobald der Caster anfängt, über sein Privatleben zu gehen, geht es natürlich auch weiter, damit die Zuschauer das nicht ertragen müssen. Kann ich nachvollziehen. Gut gemacht hier von Fahrer. Zur richtigen Zeitpunkt anbrost.
Okay, weiter geht's. Ja, nichts passiert. Ich habe immer noch alles gesagt. Klar. Und Kite Gaming farmt. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das sind 400. Quatsch, was hatte ich eben gesagt? 1000 Gold für noch von Dingens fertig? Ne, ist noch ein bisschen länger von. Ich habe noch 2100, das heißt 1,3. Ja, jetzt 1300 vom Linkins entfernt. Muss ich hier ein bisschen anstrengen, macht einen Engine Stack, ja. Ich dachte schon gerade, dass hier wie dieser Riesenkurier hier. Guck mal, das ist der Schwanz von der Medusa, okay. Ich sehe schon Dinge. Mal gucken, wann die ersten Leute wieder anfangen, den River hier zu überqueren. Und bisher sieht es nicht danach aus, als ob das demnächst passieren sollte. Beide müssen wir haben, beziehungsweise Fahrer macht Five Man. Smoken jetzt hier auch. Und gehen nach unten. Sollten auf jeden Fall vielleicht einen Kill bekommen. Da sie hier. Ja, Kitch Gaming hat davon keine Ahnung. Der Doom steht relativ weit vorne, könnte aber. Ja gut, haben Necro 3. Ist Invis gegangen. Ups, ja gut, und Necro 3 hat natürlich direkt Invis Detection. Lichtig geht raus, Power Blade und der Rest scattert auch schnell. Oh, schöne Fischer. Da haben sie ihn vorher gesehen und es sollte. Ja, okay, hat 60 Sekunden für. Ups, ja, der Tornado ist ein bisschen wenig. Versucht da rein. Ich glaube, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, um ihn. Ja, um anzumachen. Los. Also, stehen bleiben kann er nicht, er kann schon attackieren. Was ist das denn hier? Ist ein Pub-Game? Ist kein Fates of... Wait. Wir wissen gar nicht, dass er da ist, oder? Ach du Scheiße. Guter Punkt, hier nicht zu, sich nicht zu zeigen. Und tatsächlich, 20 Sekunden ist er weg. Andererseits sagt sich natürlich Kaitsch, in der Sekunde könnten wir auch einfach pushen. Denn, ja. Ist halt so, ne? Können wir pushen. Keinen Weg, er hat sich nicht mehr gedreht, um sich nicht zu zeigen. Alle sind hier, kann halt direkt gleich in den Fight rein tippen. Aber was für eine Situation hier. Mann. Ich frage mich auch, warum dein Wok halt keine Skills gemacht hat. Hätte da gut zu lösen. Survived, definitiv hier. Da hat er wahrscheinlich aber auch gerade tierisch ausgeatmet. Aber naja, Mara kriegt dafür einen Tower. Prinzipiell durch den Doom-Pickoff, obwohl Doom bis dahin sogar schon wieder da war. Also Space Crate definitiv für den Razor. Allerdings, ja. Ich habe trotzdem nicht so gemacht, um hier zu turnen. Doom auf dem Dazzle ist auf jeden Fall gut beraten. Das Medusa-Ulti ist allerdings ein bisschen auf nichts. Keine Stones. Und natürlich verteidigt bekommen, aber zum Doom-Ultimate. Und das ist so ziemlich das Einzige, was Farah hier raushält. Von daher glaube ich, dass Farah gleich wieder reingeht. Doom ist draußen, Medusa-Ulti ist draußen, alle leben noch. Und ja, das könnte blöd sein. Medusa wird jetzt hier gekoppelt. Bam, 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 bam. Hat jetzt keinen Mana mehr. Und sollte hier down bekommen. Earth Shaker slammt schön auf 2. Slammt hier den Lich weg. Lich Buyback tippt sich rein. Schönes Ulti hier. Bounce schön herum auf jeden Fall. Ist jetzt vorbei. Sie kriegen sie den Bristleback, sollten sie nicht bekommen. Da er auf jeden Fall noch extrem viel Ammo hat. Und der Razor geht hier noch für die Viper tot, aber die Viper wird hier gekriegt. 2 zu 2, beziehungsweise 2 zu 2,5. Bristleback versucht zu turnen, ist vielleicht nicht so die beste Idee gegen den ganzen Lineup. Medusa hat auch gebuybackt. Wobei hier 4 zu 2 plus 2 Buybacks. Und der Tower steht noch, halbe Leben. Edge hat dann hier doch, kam zurück und haben trotzdem Fahrrad. Trotzdem alle ihre Tiefheit-Ultis draußen waren, zurückgeschlagen. Aber vielleicht war Farah halt auch ein bisschen zu weit drin. Besonders der Bristleback hier wieder sehr aggressiv rein. Wo es eigentlich nicht nötig war. Hat den Doom nicht bekommen. Und ich weiß auch nicht, in welchem Szenario er mit dem Damage, der doch bei Bristleback relativ abschätzbar ist, ihn bekommen hätte. War ein bisschen Overcommit dabei. Naja. Kaitch Gaming versucht jetzt hier ein bisschen, ja gut, die Lane rauszupushen. Mehr können sie nicht machen, da Fatal Rage Pro jetzt alle wieder da sind.
Medusa farmt weiter. Hat jetzt 80 CS mehr als der Rest. 69 wie eben. Ja, die Graphen zeigen in Richtung Keitsch, denn je länger das Game geht, desto besser. Außerdem haben sie Kills gezeigt. Da Medusa ist ein bisschen zurückgefallen, weil sie beibecken musste. Ein bisschen weit zurückgefallen. Ah ne, Moment, da kommt der Link jetzt, oder? Okay, ist das ernst? Oh. Ich glaube nicht, dass es ein Radiance wird. Von daher, ich weiß nicht. Eigentlich ist es kein Divine Time. Definitiv nicht. Der Rapier muss nicht unbedingt kommen. Klar, ist cool und so. Aber die Dusa stirbt, wie man im letzten Fight gesehen hat, durch eine Kombo von Invoker. Und vielleicht sollte da auf jeden Fall vorher mal das Linkins fertig werden. Andererseits, Medusa fehlt der Damage. Vielleicht ist es einfach ein Casual Relic, dass man in relativ schneller Zeit, wenn man merkt, okay, das wird nichts mehr, dann auf einen Rapier umgehen. Also umswitchen kann, ohne noch die volle 6K dafür benutzen zu müssen. Razor ist ein bisschen weit vorne. Mal schauen. Was ich will doch nicht die Fischer machen. Nasal-Goo doch für Rubik. Ist besser als die Quills. Definitiv. Andererseits, zum Chasen kommen sie nicht so wirklich. Und jetzt wurde Rubik gecatcht. Relativ easy. Die Razor geht noch rein, sollte sich aber schnell zurückziehen. Oh, schöner Doom. Sondern schnell umgedreht. Aber. Ja, Doom ist jetzt hier mittendrin. Allerdings, die Medusa auch und geht mit einem Relic relativ fett da drin. Schafft das TP leider nicht. Geht jetzt hier weiter. Schöner Eispath. Rizzleback steht da. Versucht ihn nicht zu töten. Schafft es wahrscheinlich auch. Ja, aber allerdings stirbt vielleicht eine Medusa. Aber die dürfte keinen Chase haben. Und daher dürfte der Rizzleback wegkommen. Außerdem ist in einem Meanwhile musste der Doom sich zurückziehen. Ah ne, er ist einfach Shadowblade und ist jetzt weiter. Was? Und haut hier ein bisschen drauf. Und zurück zu Sven. Okay, zweite Trade hier. Ja, relativ even. Nicht so viel passiert, ne? Haben wir ja gesehen. Haben viele Helden mit wenigen HP überlebt. Aber, tja, der Fight zieht sich lange und das favort ein bisschen Medusa. Da die natürlich mit dem Splitshot, wenn das ganze Team Damage zieht und der Damage wird eigentlich weniger. Die Bockers Combo geht meistens nur einmal erstmal. Medusa hat halt die ganze Zeit Damage. Und halt nicht wie ein Gyro einmal reinkloppen, dann ist gut. Nein, durchgängig Damage. Jo, Ruby kommt immerhin auch dem Dagger näher. Wurde leider eben kurz geburstet, kurz vor dem Dagger. Aber wird jetzt hier bald soweit sein. Smoke revealed von Earthshaker. Und da fährt der Razor jetzt ziemlich schnell weg. Andererseits, Ruby ist auf der falschen Seite und stirbt schon wieder, bevor er. Ah, okay. Ein Defensive Meteor Combo. Ruby stirbt doch nicht. Das war doch relativ knapp. Fahrer muss sich hier zurückziehen. Andererseits ist das hier eine relativ gute Position zum Fighten, wenn sie den Doom hier nicht hochlassen. Was sie allerdings tun. Jetzt ist der Doom mitten von den Leuten. Macht hier das Doom auf den wichtigen Helden und das Lichtmutti wird sich jetzt auszeichnen. Und ist schon weg natürlich, weil. Egal. Anyway. Razor überlebt. Ah, Corrosive Skin und die Ice Path machen kurzen Prozess dazwischen. Doom versucht mal wegzubekommen, aber das ganze Kite-Scanning-Team ist hinter ihm. Keine Vision hierfür. Versuchen hier die Viper zu töten und die Medusa so ein bisschen zu bekommen. Schöne Fischer hier. Schöne Echo Slam hier. Und zwei tot durch den Bristleback, der das super gemacht hat. Der Doom stirbt hier dann durch den Tower. 4:1 für den Trade. Das lief nicht so toll für Kaich Gaming. Rubik hat immerhin seinen Blink, Digga. Aber da hätten sie nicht hochgehen dürfen. Das, ja. Gut, der Earthshaker hat vor dem Doom noch seine Fischer rausbekommen. Wenn die nicht rausgekommen wäre, wäre das vielleicht anders gelaufen. Aber auf jeden Fall, Kidney Please spielt hier entgegen seinem Namen.
extrem solide und sorgt für einige sehr, sehr, sehr wichtige Fischers. Muss man auf jeden Fall sagen. Hier unten war top, hat den Rubik hier davon abgehalten, hier hochzugehen. Und Hidi war auch wieder top, weil sie quasi hier abgesperrt hat. War halt so durch, aber hat auf jeden Fall hier abgesperrt. Sie konnten den Doom fokussen. Das war eine sehr, sehr wichtige Fischer. Den Blink geht jetzt auf Oils. Ja, geht auf Oils, okay. Na gut, klar. Will prinzipiell reinjumpen, seinen Echo Slam machen und dann einfach Oils hoch. Und dann auf den Rest warten, dass der was macht. So. Ja, Damage fehlt jetzt hier leider. Und den Voker nimmt den anderen Weg. Hat auch genug schon einen Wex, dass er relativ schnell ist. Wir denken auch bis jetzt noch, dass er hierher läuft. Aber. Ist schon weg, hat sich jetzt oben gezeigt, tippt sich mit dem Boots of Travel zurück. Auch gut so 200 Damage gestohlen. Eine volle Duration. Aber klar, es war halt ein Oil Scepter dabei, es war ein Lift dabei, das sind 4-5 Sekunden. In der Zeit hat er schon einen halben Damage gestealt. So, beide Teams beginnen jetzt wieder ein bisschen zu farmen. Hey. Medusa ist immer noch weit in den Kills voraus. Ist auch letztens seltener gestorben, aber dadurch, dass sie relativ gute Fights hatten, haben Fahrer zumindest die XP wieder runtergezogen und auch die Gold ist dann doch 6000 Unterschied. Also Fahrer hatten wie im letzten Game jetzt gerade den richtig fetten Turnaround gemacht. Mal gespannt, ob sie wie letzten Games das durchziehen und durch den Turnaround das Spiel gewinnen. Oder ob es nur ja, eine blöd gelaufen auf der Seite ist. Auf der Seite war auch schöne Fischer und der Earthshaker macht es mal wieder. Hat hier quasi solo den Kill auf den Tisch bekommen. Schön gemachte Fischer. Also wird man sehen, ob das für Kaitsch nur eine Unterbrechung war und sie danach wieder hochziehen. Ob es das einzige Aufbewahren von Fatal Rage Pro ist. Oder ob Fatal Rage hier wieder anhand des riesigen Vorteils, den sie sich durch gute, richtig gute Teamfights hauptsächlich auf dem Rücken vom Invoker, der den Damage haut, und dem Earthshaker, der den CC bietet, ob sie denn da das Game gewinnen. Sie sind jetzt in einer schönen Position. Viper steht halt vorne und Whistleback steht vorne tanken, währenddessen ballert den Invoker mit seinen Minions auf den Harmon. Split-Push von der Medusa macht aber relativ schnell kurz einen Prozess daraus. Und Whistleback ist immer noch drin. Das ist jetzt das Punkt. Oh, das ist der Echo Slam, der ging daneben. War leider doch das Holz ein bisschen im Weg. Kann ich auf die Fenster drauf aus. Wir dürfen jetzt nicht overcommitten, wie sie es beim letzten Mal gemacht hatten. Beim letzten Mal hatte Fahrer auch einen sehr guten Feedback mit knapp 2-0, glaube ich. Hatten da aber overcommitted. Jetzt, glaube ich, gehen sie all the way. Medusa muss buybacken, hat keinen Buyback, soweit ich das hier sehe. Medusa hat keinen Buyback, es fehlen 12 Gold. 10 Gold. Da müssen wir jetzt gucken. Jetzt hat Medusa Buyback. Wird wahrscheinlich jetzt direkt Buyback machen. Und das könnte problematisch werden, wenn sie hier einen Buyback. Ja, Medusa. Wird jetzt Buyback. Sollte Buyback. Da gehen die Mini-Rex. Weiß nicht, worauf sie wartet. Buyback-Status komplett. Oder vielleicht sagen sie es, sie haben so oder so. Sie haben Rex so oder so verloren. Und sie will sich das Geld aufsparen, um die Wein zu gehen. Und ich glaube, es ist tatsächlich Zeit für die Wein. Die Frage ist nur, ob Kaitsch Gaming genug Schutz hat, um die Wein auf der Medusa leben zu lassen. Und ob sie hier vielleicht nicht doch noch irgendwie das Game kurz vorher noch throwen, bevor sie eine Chance haben, wiederzukommen. Da Fahrer einen halben Rocksfist geholt hat und schnell wieder reingegangen ist. Allerdings. Ja, sollte man den Doom auch nicht unterschätzen, der hier noch da ist und doch viel Damage auf den Invoker macht. Auf jeden Fall Doom von Kaitsch Gaming, definitiv einer der Playmaker hier. Schöne Dooms und haut hier dann doch sehr viel Damage raus. Rubik ist auch immer zur richtigen Stelle am richtigen Ziel, aber das Problem ist halt, es gibt relativ wenige Spells zu stealen, außer Fischer und Echo Slam, die wirklich sinnvoll wären für Kaitsch. Und Kaitsch fehlt ein bisschen der Teamfight. Der Fahrer steht mitten in ihnen rum, ist relativ tanky und sie haben halt kein AOE-CC in dem Sinne. Mir fehlt dann die Crowd Control, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es ist eine Crowd, die da mittendrin rumsteht mit dem Dazzle.
Und da wäre so eine Fischer doch sinnvoll. Herr Doom geht jetzt hier auf die Viper drauf. Mal schauen, der Damage sollte da sein. Kein Support da für Fahrer, von daher ein Solo-Easy-Kill für den Doom, der sich hier in der Viper snackt. 600 Gold gehen für den Doom. Essel konnte doch noch TP'en, aber... Ups, langes TP. Zu langes TP, sodass tatsächlich hier... ich weiß nicht. Okay, Manfred. Keine gute Idee. Double Kill für den Doom. Der hier down geht. Aber kein TP hat. Und auch kein Mana hat für das TP. Ups. Meanwhile geht Fahrer unten rein. Mit dem Bristleback alleine. Der das Ganze durch Gehen versucht auszugleichen. Und ja, diesmal ist der Lich, der wahrscheinlich gekommen wird. Nein, jetzt geht er rein. Oh, wunderschöner Echo Slam. Wunderschöner Echo Slam. Zeigt mal wieder, wofür da ist. Die Defensive Oils. Aber ja, das Problem ist halt, die Medusa ist da. Wahrscheinlich war hier Chaos Meteor auf Cooldown. Sonst hätte das mit dem Echo Slam einen schönen Chaos Meteor Strike gegeben. Medusa ist noch in der Mitte. Und Doom ist oben, von daher kann Invoker da noch ein bisschen reingehen. Ein bisschen Damage kann er noch machen. Und weiterhin delayen, delayen, delayen. Oh, und tot gekommen wird. Schönes Hex hier. Und schöner Sunstrike im Wissen, dass ein Deafening Blast zurückgeschoben wird. Wie die Old Scepter Combo mit einem Hex gemacht. Da das Old Scepter auf Cooldown war. Sehr schön gemacht, allerdings müsste er sich jetzt beeilen, dass er da noch wegkommt. Denn Damage. Whoopsie. Für Multiplayer 3. Invoker ist 24, das ist durch 3 teilbar. Oh, das hat Damage gemacht. Return Kill geht, weil gesehen wurde, okay, hat kein Mana. Die Frage ist halt nur, Cold Snap ist da, Hex ist auch da, aber High Ground ins Unbekannte will man nicht sehen, besonders wenn Rubik und Lich wieder da sind. Somit, ja, prinzipiell ein Buyback wasted. Andererseits hat er das Geld. 8:2 für den Invoker. Ja, Invoker und Earthshaker sind hier definitiv die Playmacher. Der Rest sorgt dafür prinzipiell, dass sie Playmaker sind. Kein schlechtes Game, definitiv nicht vom Dazzle, von der Viper und von dem Bristleback, aber die sind der Natur her eben die Tanks, beziehungsweise die Tankmacher in Sachen von Dazzle, um den Rest in Damage zu geben. Und genau das funktioniert auch dafür. Earthshaker und Invoker tun den Damage, tun den CC, machen die Plays und Viper und Dazzle stellen sicher, dass das halt alles in einer gepflegten und sicheren Umgebung stattfindet. Muss man so ausdrücken. Auf der Seite von Cage haben wir den Doom, der zumindest ein bisschen für Furcht auf der Seite von Fatal Rage sorgt und halt oben einen Double Kill bekommen hat, was... Naja, es war zugegeben, es war relativ knapp vom Dazzle. Also hätte er da noch ein bisschen mehr, hätte er auch keinen BKB gehabt, dann wäre das Ganze anders gelaufen. Andererseits hätte der Dazzle da nicht den einen Creep noch gehabt, hätte auch nicht genug Damage gehabt, mit dem Heal dann noch Damage zu machen. Aber gut. 100 mehr Blasts jetzt für die Medusa, die Frage ist, ob es reicht. Rapier ist online dafür. Aber hier ist es eine wunderschöne Fischer, die die Medusa aus dem Fight raushält. Und jetzt müssen sie chasen. Die Frage ist, ob das eine gute Idee ist. Speed Push geht hier raus. Aber jetzt müssen sie hier raus. Medusa wird gecombot. Mac kommt raus. Doom ist ein bisschen zu weit vorne und Blaze ist auch ein bisschen zu weit vorne. Medusa will da eigentlich nicht rein. Okay, will jetzt rein. Poppt die Mantas. Split Push macht Arbeit. Die Pipe kriegt natürlich nichts in den Booker. Wird relativ low. Können sich noch mit dem Oil-Scepter defensiv retten. Aber jetzt sind sie alle an der Medusa dran. Muss defensive Force von dem Licht wahrscheinlich. Sehr gut. Ah, okay, von Rubik schön gemacht. Reicht es, ist die Frage. Nein, es reicht nicht. Rapier auf dem Boden. Wird aufgehoben von. Vom Licht. Rapier auf dem Boden wird aufgehoben von. Von. GG. Von Viper, okay. GG von Kaij Gaming. Fatal Rage Pro zieht Kaij Gaming 2:0 ab. Um mal jetzt meinen Grafen zu nennen. Ah, knapp mit dem Grafen. Okay. Sie haben es einmal aus der Hand gegeben. Und Fatal Rage Pro hat es nicht wieder aus der Hand gegeben. Cage Gaming hat bis Minute 20, bis Minute 30 super gespielt, hat's gut gegengehalten, alles war even. Doch wie im ersten Game haben danach Fatal Rage Pro wahrscheinlich vielleicht mit mehr
mehr Erfahrung aus den Teamfights, da die Chancen und die Vorteile wieder nach unten gezogen und haben verdient das 2:0 hier gemacht, mit dann am Ende doch relativ großen Unterschied. Und selbst die Medusa als Pocket Strap von Kaitsch, die des Öfteren mal ausgepackt wird, hat hier nicht ganz gereicht, um das Game noch zu turnen. Schön gespielt, Battle League concluded da, Fatal Rage Pro hat sich dann doch noch die Chance genommen, Geld zu machen. Ich weiß nicht, müsst ihr dann in der Liga-Struktur sehen, ob es da was getan hat. Kommt auch auf die anderen Spieler an, wie Pure4Gate spielt, wobei Pure4Gate, glaube ich, fertig ist. Aber muss man auf die anderen Teams sehen. Übelst und Dead Generation ist ja dort auch noch oben. Ich war Sisterson, war gerade live auf twitch.tv/Sisterson. Mein YouTube-Kanal ist Sisterson und mein Twitter ist sisterson.de. Und ich freue mich, wenn ihr irgendwann bald wieder einschaltet. Bis dahin, ciao, ciao und ciao, ciao. Außerdem ciao, ciao, weil ich das nicht so oft gesagt habe. Oh, wunderschöner Echo Slam, wunderschöner Echo Slam. Zeigt mal wieder, wofür da ist, die Defensive Oils. Aber, ja, das Problem ist halt, die Medusa ist da. Wahrscheinlich war hier Chaos Meteor auf Cooldown, sonst hätte das mit dem Echo Slam einen schönen Chaos Meteor Strike. Microsound activated. Channel switched. So, Fahrer ist eins weiter. Ne, Hardline freut dich doch, oder? Ja, Minimalziel, ne? Wir haben zu viel Unentschieden gespielt gegen Dead Generation, Team Red und TVH und so weiter. Naja, hätte eigentlich nicht sein müssen, aber... Ja. Abgesehen davon will ich nicht meine eigene Liga gewinnen. Wie sieht denn das aus? Dann gucken wir auf einmal ganz genau drauf, was du so sonst so machst. Das klingt ja hier, dann kriege ich eine übergezogen. So, na, der so lange gedreht bist. Nein, habe ich, hab ich nicht. Nein, es geht nach wie vor hier wieder um das Spiel hier, was wiederholt werden soll. Ach so, okay. Ja. Aber ich kann jetzt den Wind aus den Segeln. Ihr seid nicht Vierter. Tut mir leid. Wir sind gerade eben vorbeigezogen. Ja, egal. Wir wären Vierter. Nein. Doch, wenn Team Red unentschieden kriegt, doch. Dann schon. Wenn Team Red unentschieden kriegt, dann sind wir Vierte. Dann haben Team Red und wir Gleichstand und dann geht's über Direktvergleich, wie es in den Regeln drinsteht, und dann sind wir Vierter und Team Red ist Fünfter. Wir werden doch nicht Dritter. Battle Rage wird nicht Dritter. Doch. Hab ich da die... Doch. Nein, wir werden doch, nicht Dritter. Doch, wenn ein schönes Ding unentschieden spielt schon. Nein, wir wollten nur den vierten Platz haben, warte mal. So, was haben wir denn jetzt? Fatal Rage hat 43 Punkte und 18 Spiele. Ich werde das Spiel gleich eintragen, keine Sorgen. Okay, ich mache es jetzt, damit wir es auf der Tabelle sehen, was da Sache ist. So, das ist mein Passwort, habt ihr verstanden? Nee, ne? Gut. Ja. Bein! Ja, Schatz, wir gehen gleich mit dem Hund. Gib mir mal in 5 Minuten, ja, passt schon. So, ich muss gleich mal eben mit dem Hund raus und vor allem den suchen, der mir gestern mein Auto ruiniert hat. Stell schon mal meinen Baseballschläger raus, so, kann ich gleich gebrauchen. So, bla bla, Shedal, Match Area, klick hier und da ist es, Enter Result. Kaij 0, Hara 2 und wir haben schlecht gespielt. Oh, ja, haben wir schlecht gespielt. So. Einmal gesaved. Wird gerade gesaved. Was? Error. Opponent was faster. Ah ja, okay. Wird doch egal. Dann Admin Center. Zwei Spiele offen. Da schau an. So, Set cleared. Dann wird unsere Saison beendet. So, Tabelle. Ja, damit. Wir können gar nicht Dritter werden. Wie sollen wir das denn machen? Seid Dritter, wenn Team Red unentschieden spielt. So, wir sind jetzt Dritter. Dritter.
Sind wir Dritter. Ja, einmal weniger verloren. User joined your channel. Ja, danke. Wieso sind wir jetzt Dritter? Weil ihr 42 Punkte habt und der danach, nee, 43 und der danach 42. Möglicherweise. Wenn ich Dritter werden, was soll denn das hier? War nie so geplant. Dann mach Mighty Ducks wieder rein und nimm die Wins zurück. Ey, ich hab damit nichts zu tun, ich kann nichts dafür, dass die alle aufgeben. Das ist mir selber unangenehm. Ja, ja. Ich hab keinen dazu gezwungen hier, ne? Franzi, die gehen immer zu Franzi, wenn sie sagen, sie wollen aus der Liga raus. Ja. Ja, was haben wir denn noch? Ja, sagt aber also, bitte nicht, dass ihr nicht auch noch aus der Liga raus wollt. Nein, Übelst ist definitiv durch. Ja, jetzt haben wir die nächstes Problem. Stell dir mal vor, Übelst tritt gar nicht mehr an. Ah! Was macht ihr dann? Dann kriegt Team Red 2 Punkte. Das wäre... Ja, dann hat Team Red Glück gehabt. Ja, ich stecke da nicht drin. Ich habe jetzt beiden Teams gesagt, sie sollen bis Montag ihre Spiele machen. Montag werde ich die Liga schließen. Ja, also. So, jetzt muss ich mir dann natürlich überlegen, was mache ich dann damit? Ich meine, Übelst kratzt das Herz nicht wenig. Die stehen da oben, die können nicht mehr eingeholt werden, obwohl sie 2 Spiele weniger haben. Dead Generation ist durch. Fette Rage ist durch. Your Volky Hate ist durch. Team Red nicht. Ja, und jetzt haben wir den Salat. Gewinnen sie das Spiel, das ist ganz haben normal. Sie 43 und sind auf Platz 3. 44, ja. Spielen sie es unentschieden, kriegen sie 43 Punkte, 42. Genauso wie ihr. Ja, 42. Und ja. Können die Bone-Doctors noch eingreifen? Die müssen auch noch gegen Übel spielen. Nee, das wären 41. Die kommen gar nicht mehr dran. Sonntagabend spielen, habe ich an Edith schon weitergegeben. Gut. Muss ich Edith nur drauf melden. Ja, wie gesagt, ich hoffe mal, dass Übelst und Team Red das Spiel machen, weil sonst muss ich mir was überlegen. Wow, okay. Anton Gaming, gibt's noch kein Match eigentlich?